Jo Leute, heute ein neues Video zum Thema Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ich habe den Trailer komplett gefeiert. Das war wirklich komplett epic, Superman zu sehen, wie er seine Macht missbraucht, sogar die Erdenbürger sich vor ihm auf die Knie werfen. Doch einer lässt sich das nicht gefallen, Batman. Auch wenn viele Leute Ben Affleck haten, ich feiere das komplett. Ich fand ihn schon als Daredevil sehr gelungen. Der hat das richtig gut gemacht, meines Erachtens. Viele mögen das nicht und finden es verwerflich, dass Ben Affleck als Bruce Wayne, aka Batman, gegen Superman in den Kampf tritt. Was mir im Trailer auch gefallen hat und was ich auch gefeiert habe, ist, dass Superman, also der Superman-Schauspieler vom selben Schauspieler gespielt wird, wie in Man of Steel. Das ist perfekt und er sieht auch etwas gealtert aus. Und der Trailer war einfach der Hammer. Eine ganz besondere Szene, die mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach, wie Superman im Himmel schwebt, der Umhang im Wind sich bewegt und im Hintergrund die Sonne, wo er erscheint wie ein Gott und sich die Person vor ihm verneigt. Dann weiters fand ich den Schnitt genial zu Ben Affleck, wie er seine Batman-Robe ansieht und wieder in den Ring steigt, um für das Gute zu kämpfen. Und ich fand das Batman-Outfit auch extrem genial abgestimmt, meines Erachtens. Die Rüstung muss einfach härter sein, wenn man gegen den Man of Steel in den Ring tritt. Das ist absolut genial, absolut cool. Aber am genialsten fand ich den Spruch, das Zitat gegen Ende, das war einfach so epic, dass ich fast gekommen wäre. Tell me, do you bleed? Because you will. Alter! Was zur Hölle laberst du denn für eine Scheiße? Wer zur Hölle bist du? Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde hier gerade überrannt von Vollidioten. Man of Steel, bla bla bla, Batman, Epic, Stimme verstellen. Alter, geht's dir noch ganz? Du bist ja komplett bescheuert. Ich meine, guck dich mal an. Du huckst hier in deiner beschissenen Wohnung, machst irgendwelche Videos und hast vielleicht 2, 3 Abonnenten. Sag mal, geht's dir noch gut? Dagegen muss ich etwas unternehmen. There's only one way. Yippee-yay, motherfucker. So ein dämliches Opfer wie du wird mich nie kriegen, du Faggot! Tja, das werden wir noch sehen, Arschloch. Boom, boom.
Fehlalarm. Gotcha! Ah, was für ein dämliches Arschloch.